Willkommen zurück auf meinem Kanal zu Subnautica mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang und im Osten bzw. Nordosten liegt der Landeplatz der Sunbeam, den wir erreichen sollen. Ihr seht es an der Uhr oben rechts, der Ankunft der Sunbeam hat sich schon ein bisschen weiter bewegt. Ich habe die Nacht genutzt, habe nochmal unsere Vitalwerte auf Vordermann gebracht, sodass wir jetzt mit Essen und Trinken gut dabei sind. Auch die Gesundheit hat sich wieder etwas verbessert. Ich habe ein Medikit dabei, was zu trinken. Und dann geht's auch schon los. Wir nehmen diesmal unseren Seegleiter, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ihr seht, dass die Entfernungsanzeige reduziert sich sehr rasch. Ja, damit wir rechtzeitig da sind, falls wir noch uns irgendwie da um was kümmern müssen, ich weiß nicht, was mich erwartet, wie der Landeplatz dort aussieht, und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn die Zeit abläuft und wir nicht da sind. Deshalb gucken wir erstmal hin, wir sind ja relativ schnell da, können also auch jederzeit noch zurück zu unserer Rettungsinsel, wenn das notwendig sein sollte. Kommen wir also locker hin und her gefahren. Und vielleicht gibt es ja auch hier unten noch irgendwas zum Aufsammeln. Da scheint es Metallschrott zu geben. Ja gut, allzu lange will ich mich jetzt gar nicht aufhalten mit dem Weg dorthin, sondern ich will ja eigentlich eher das Ziel erreichen. Aber jetzt mach mal kurz hier. Schau mal, ob du hier was kriegst. Nein. Gut, nichts dabei, dann da ist auch noch was. Dann geht es weiter, hätte ich fast gesagt. Das Seegleiterfragment können wir jetzt mal scannen. Dann bekommen wir unser Titan. Was ist dort? Auch nochmal Seegleiterfragment. Ja, wahrscheinlich waren wir ja auch schon mal. Gut. Wir holen noch mal tief Luft. Ja, seht ihr, das Atemgerät wollte ich mir auch noch bauen. Da brauchen wir Silber. Wir brauchen unbedingt Silbererz. Das ist gerade relevant. Daraus können wir Kabelsätze bauen und das brauchen wir für viele interessante Tools. Ja, müssen wir schauen. Allerdings gibt es das halt irgendwo da unten. In solchen Sandstein-Ablagerungen ist das drin. Gold, Silber, Blei kann man da drin finden. Ja. Oh, guckt, da geht es auch noch. Haben wir noch Sauerstoff? Ja. Da gibt es auch noch was. Was haben wir hier drin? Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Das ist sehr gut. Das war Teil 2 von 3. Das sind auch Salzablagerungen, die brauchen wir jetzt nicht, deshalb lasse ich es so liegen. Und dann geht es wieder mit dem Seegleiter weiter. Jetzt haben wir einen Funkspruch. Den wir allerdings... Oh, hier ist eine Insel. Den wir allerdings nicht abhören können, weil wir nicht an unserer Basis sind. Schieferaufschluss, was ist da drinne? Was ist denn das? Oh Gott, was ist das für ein Riesen? Ungeheuer. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hinlaufe. Nee, dass ich ins nächste Ungeheuer reinlaufe. Lup, was war das? So, was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Lithium. Das ist interessant. Was hat er hier geschrieben? Starke Energiesignatur in der Region festgestellt. Mhm. Lithium, das war ein
Es war weder Sandstein noch Kalkstein, das war irgendeine andere Ablagerung. Wo ist denn dieses große Seeungeheuer hin? Das war, glaube ich, Gold. Oh, da ist es. Nee, dann gehen wir lieber raus hier. So, wo ist denn jetzt? Dorthin müssen wir... Oh, was ist denn das? Können wir hier eigentlich... Oh, wir können ja was scannen. Knollenbaum. Essbar hoher Wassergehalt. Schön. Das haben wir hier gekriegt. Gold. Das heißt, können wir den... Knollenbauprobe. 8 Nahrung, 10 Wasser. Schön. Nimm noch eine. Relativ groß, ne? Aber was soll's. Gut, Knollenbaum. Haben wir sonst noch was, was wir hier scannen können? Noch ein Knollenbaum. Ja, wo muss... Oh, oh, was ist denn das schon wieder? Ist das schon wieder so ein komisches hier? Ah. Habe ich dich getroffen? Will dich töten. Kann ich dich eigentlich töten? Oh, was ist das? Jetzt habe ich dich getötet. Kann ich dich scannen? Nö. Hm. Kann ich nichts mit dir machen. So, was ist das jetzt hier? Nichts. Da gibt es Vögel oder irgendwelche fliegenden Tiere. Da ging es einen Berg hoch, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist alles nix. Ah, hier ist ein Tor. Violettes Tafelfragment. Violette Tafel. Dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter als es aussieht und enthält ein Symbol, das einem U ähnelt und violett leuchtet. Obwohl die Energieversorgung immer noch funktioniert, lässt Algenwuchs auf der Außenseite vermuten, dass es vor Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde. Auch wenn seine Technologie das Niveau der Föderation weit übersteigt und es keine offensichtliche Anschlussmöglichkeit gibt, sollte es trotzdem möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf herzustellen. Mhm. Violette Tafel. Ionenwürfel und Diamanten. Na, wenn es weiter nichts ist, als ob wir Ionenwürfel und Diamanten hätten. Kraftfeldsteuerung. Kraftfeldsteuerungskonsole. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten Technologie und ist wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Die Energie wird über die Konsole zum nahegelegenen Kraftfeld geleitet. Die Technologie übersteigt alles, was die Föderation bisher bekannt ist, bei weitem. Dennoch scheint es wie ein normales Schloss zu funktionieren. Es benötigt nur die richtige Art von Schlüssel. Ja, lass mich raten. Eine violette Tafel. So, das heißt, hier können wir nicht durch. Okay. Boah. Es knistert und knirscht, aber es tut uns nicht weh. So. Da hinten ging es, glaube ich, einen Berg hoch. Ich gucke aber trotzdem nochmal hier ins Wasser. Oh, guck mal, da ist wieder ein... Remember that materials you gather are the property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Was hat er mir gerade erzählt? Ich habe einen Diamant gefunden, schön. Bedenke, dass die Materialien, die du sammelst, Eigentum der Altera-Gesellschaft sind. Du wirst dafür haftbar gemacht, den vollen Marktpreis zurückzuzahlen. Deine derzeitige Rechnung beträgt 3 Millionen Krediteinheiten. Ja gut, wenn es weiter nichts ist. Ich bin hier auf einem fremden Planeten ganz allein, niemand rettet mich und die haben
Ein einziges Problem ist, dass ich was aufgesammelt habe, was ich nicht hätte aufsammeln sollen. Guck mal, da vorne liegt was im Wasser, was ich scannen kann. Zyklop-Maschinenfragment. Neuer Bauplan. Haben wir da schon alle Teile zusammen? Ist es? Hier unten. Tatsächlich Der Zyklop braucht drei Teile. Das Zyklop-Maschinenfragment, das haben wir jetzt schon. Oder die Zyklop-Maschine. Zyklop-Brücke und dann brauchen wir noch irgendwas anderes. Woher sehen wir jetzt, was wir dafür brauchen? Das sehen wir nicht. Na, geil. Gut, weiter geht's. So, gab's jetzt im Wasser noch irgendwas? Ich hab Angst vor dem Seeungeheuer. Oh, guck mal, dort ist die Struktur, die große. Die geht unter Wasser weiter. Oh, guck mal. Oh, da ist aber ein großer, gefährlicher Fisch. Hey, guck mal, da unten geht's weiter. Was war das? Das ist meine Taucherflosse, die hier aus dem Stein rauskommt. Und da unten ist dieses komische violette Ungeheuer. Okay. Hier ist der Landeplatz der Sunbeam. Okay, offensichtlich genau hier, wo wir sind. Ja, dann können wir bloß mal gucken, dass wir dort mal einen Berg hochgehen, ob wir da oben drauf kommen. Wir haben einen Diamanten. Was brauchten wir? Das war doch irgendwas ganz komisches. Violette Tafel. Zwei Diamanten, da die Ionenwürfel. Wenn wir noch einen Diamanten aufsammeln, dann haben wir dann 6 Millionen Krediteinheiten zurückzuzahlen. Super. Das sind wahrscheinlich bloß irgendwelche Markierungspunkte, Lampen oder sowas. Oh, was ist das? Eine violette Tafel. Die ist aber riesig. Gut, dann können wir die unten einsetzen, offensichtlich. Was sind das für Strukturen? Die gehen in den Berg rein. Ah, da ist das Wrack. So, jetzt wird's dunkel. Das ist natürlich blöd, weil ich habe keine Lampe. Gut, von dem Seegleiter die Lampe, die nützt uns nicht, die kann man nicht nehmen. Na gut, da brauche ich jetzt aber nicht langlaufen. Soll ich da mal unten versuchen, die... Ah, jetzt wird es wieder hell. Ach, war das bloß eine Sonnenfinsternis? Ach, alles klar. Okay, hochspringen kann er nicht gerade. Dann gehe ich mal nicht da runter, weil ich ja dann nicht wieder hochkomme. Wir haben sie uns eine Rampe hingebaut. Das ist schon mal sehr nett. Da kommen wir wieder hoch. Okay, hier gibt es aber nichts. Ah, da ist auch nochmal Strand. Kommen wir da dann hoch? Ja, da kommen wir hoch. Dann lass uns mal hier ins... Achso, ist es gut, hier ins Wasser zu springen? Oder ist ja auch ein Seeungeheuer? Wir werden es nie rausfinden, wenn wir es nicht tun. Guck dir mal, was die hier für eine Riesenstruktur gebaut haben. Guck mal, wie tief das runtergeht. Oh Gott, ist das da unten ein Seeungeheuer, ein großes? Uiuiui. Vielleicht gehen wir doch lieber an Land. Ja. Schon wieder so ein blödes Vieh. Treffer. Ah, da gehst du lieber ins Wasser. Noch einer. Ja, geh ins Wasser, genau. Das ist ein Flugtier. Bin ich neugierig, aber wir müssen dann klar erstmal da rein. Wir haben noch 17 Minuten. Da müssen wir erstmal das Ding erkunden. Aber wenn die uns hier so einen schönen Weg hochbasteln,
Da muss es ja was geben. Aha. Geh weg. Ah, siehst du jetzt im Dunkeln? Oh, wow. Im Dunkeln leuchtet das sogar. Ich sehe schon wieder nichts. Gott. Ich habe auch tatsächlich nichts zum Leuchten mit. Ich müsste mal eine Lampe bauen, würde ich sagen. Ich könnte auch jetzt nicht hier oben rumstehen. Aber in die Höhle ohne Licht. Und was kann jetzt schon passieren, außer dass wir sterben? Können wir ja später nochmal zurückgehen. Autsch. Achso, die Lampen machen nur hell, wenn man direkt daneben steht. Das ist ja traurig. Da geht's dann, ne, mit den Lampen. So, wo müssen wir denn hin? Hier hinten runter. Was bist denn du für jemand? Ein Himmelsrochen. Komm mal her, Himmelsrochen. Will dich scannen. Dann nicht. Also doch kein Vogel, ein Rochen. Ein Himmelsrochen. Da unten ist noch einer. Ein bisschen was haben wir geschafft zu scannen, aber nicht alles. So, ich würde mal nochmal den Knollenbaum ernten. Schön. Gut, und dann legen wir mal die Tafel hier rein. Jetzt will ich wissen, wie es da weitergeht, was da passiert. Wir sind ja nicht ohne Grund hierher gelockt worden. Na, wenn hier das Landeplatz ist, dann sollten wir das ja finden. So, jetzt können wir die Tafel einsetzen. Sehr schön. Krass verrückt, was ist das? Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Okay, das ist interessant. Wir können aber hier mit nichts interagieren. Wir können nichts scannen. Finden wir uns dann wieder raus hier? Ich meine, wir können nicht immer hier drauf springen, doch. Da hinten ist was Grünes. Na, hier geht's runter. Was bist denn du? Das kann ich nicht. Unknown language. Attempting translation. Fremde Datenkonsole. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Sehr schön. Und dann lassen wir das mal. Ich habe mir das jetzt nie weiter durchgelesen. Wer das möchte, kann gerne das Video anhalten. Na, ihr kennt das. Da unten war noch was Grünes. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Aha, irgendwo unten muss ein Kontrollraum sein. Na schön. Ich hoffe mal, dass das Ding nicht so verwinkelt ist, dass wir
Ionenwürfe. Brauchten wir denn nicht für die violette Tafel? Natürlich albern, wenn wir den hier drinnen finden. Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern. Wertvolle Energiequelle. Sehr schön. Dann nehmen wir den doch mit. Ja, stecken ein. Gucken den nicht so lange an. Zack. So. Wir haben einen Diamant und einen Ionenwürfel. Das heißt, wir können noch nicht einmal die violette Tafel bauen. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Na dann, sammeln wir noch weitere Daten über die Muster der Wände. Beeindruckend gemacht, aber im Moment sieht es wirklich so aus, als ob das alles erstmal nur optisch ist. Da hinten. Oh ja, guck. Danke. Zwei Ionenwürfel haben wir. Attempting translation. Schema der Vollstreckungsplattform. Grundriss. Die Einrichtung besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, und dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugsschacht oder ein separates Unterwassertauchdock zugänglich ist. Aha. Der Kontrollraum im unteren Bereich ist die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten, aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise oder installierte Sicherheitsmaßnahmen. Na dann, schauen wir mal weiter. Wir haben nur noch 9 Minuten. Uiuiuiui. Was ist das? Huch. Okay. Ist das der Aufzug? Der beschriebene? Verrückt. Kommen wir hier auch wieder hoch? Yippie! Geht's wieder nach oben. Sehr schön. Wir sind also nicht da unten verloren für alle Zeiten. Ja, müssen wir trotzdem wieder runter, tut mir leid. Einmal hoch, einmal runter, wie sich das gehört, und dann geht es gleich weiter. Unten den Bereich zu erkunden. Das heißt, da unten soll dann offensichtlich der Kontrollraum sein. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Plong. Was? Kraftfeldsteuerung? Okay, geht nichts los. Ui, was ist das? Ach, das ist dieses Unterwasserdock, was dort geschrieben war. Ja, okay. Das heißt, wir hätten auch hier reintauchen können. Das hätten wir aber finden müssen. Hätten wir doch nie und nimmer gefunden. Wer weiß, wie tief wir jetzt wirklich sind. Achso, ich habe den Scanner gar nicht an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn jetzt los? Fremdartiges Gewehr. Wollen wir uns jetzt ein Gewehr bauen? Fremdartiges Gewehr. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter genommen werden. Aha. Aber einen Bauplan haben wir nicht bekommen. Na gut, dann ist es so. Geht's denn weiter? Geht's nach oben?
Fremder Bogen. Der Zweck dieser Konstruktion ist unklar. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Na dann, untersuch doch. Oh, wir haben noch 6 Minuten, bis die Sandbeam landet. Müssen wir da wieder raus, oder? Müssen wir zum Landeplatz gehen. Bist du irgendwas? Nee. Okay, hier geht's nie weiter. Müssen wir draußen weiter gucken. Da ging's doch hier die Treppe hoch irgendwie, ne? Oh, guck mal. Noch ein Ionenwürfel. Drei Stück. Schön. So, hier geht's nach oben. Sehr gut. Oh, hier geht's ganz schön weit nach oben. Ist das egal, wo wir lang gehen? Da ist was Violettes. Haben wir eine violette kleiner Knoten in der Zunge, haben wir eine violette Tafel bekommen. So, hier geht's runter, da hinten geht's nochmal hoch. Hier ist nochmal irgend so ein Schaukasten, fremdes Gerät. Wir wissen nicht, wofür es gemacht ist. Der Weltenvernichter. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hatte es eine Fehlfunktion. Ja, wirklich zum Glück für uns. Da geht's hoch, hier geht's hoch. Da gehen wir mal hier hinten hoch. Denn da unten scheint nichts mehr zu sein. Hier scheint Ende zu sein. Aber jetzt relativ groß, das... die Markierung für unsere Basis. Ach so, weil er die... Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Der Kontrollraum hinter dieser Tür liegt. Okay. Da brauchen wir wieder eine Kraftfeldkonsole. Ist ja auch albern, wenn sie den Schlüssel direkt hier daneben legen. Na, den haben wir da unten irgendwo gefunden. Da hätten sie gleich offen lassen können. Das ist wie die Leute, die den Schlüssel unter die Türmatte legen. Da unten sehe ich gerade nichts. Da kann man zwar runtergehen, aber das scheint mehr dekorativer Natur zu sein. Da geht es um die Ecke. Na, laufen wir ein bisschen schneller, dass wir hier... Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. So. Oh. Da bist du. Berühren, kann man das scannen? Energiekern. Oh. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion. Na, wunderbar. Die Energie wird durch die angeschlossene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Es läuft derzeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen wird. Das heißt doch im Klartext, dass uns die Sunbeam nicht erreichen wird. Klong, na super. Jetzt hat er meinen Schutzanzug zerstochen. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay, und was kann ich dann jetzt machen? Gar nichts.
Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Das ist aber auch interessant, dass ich jetzt plötzlich eine Übersetzung habe. Standorte der fremden Einrichtungen. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zur weiteren fremden Einrichtung anderswo auf dem Planeten. Solchen Forschungseinrichtung 800 Meter tief. Ach herrje, wir waren bisher bei 100 Meter. Wie sollen wir denn da runterkommen, ohne jetzt kaputt zu gehen? Brauchen wir doch das U-Boot, denke ich. Südwestlich das Vollstreckungsplattform ist dieses Höhlensystem. Auftragssynthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Mhm. Wärmekraftwerk, Tiefe 1200 Meter, das wird immer verrückter. Reservat A, B, Außenlabor und Hauptsicherungseinrichtung, Daten unbrauchbar. Die Quarantäne-Vollstreckungsplattform wird alle ankommenden abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Ach, lass mich raten. Wir werden doch nicht gerettet werden. So, aber die Quarantäneeinrichtung ist. Ging es sonst noch weiter? Nein, ne? Die ist 800 Meter unter dem Meeresspiegel. Ach ja, Jemine. Was passiert jetzt? Das klingt nicht gut. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Wie kannst du mich sehen hier unten? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Das klang nach einem. Uiuiui, das klang nach einer Zerstörung. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen. Na toll. Ist das jetzt wirklich denn ja ernst? Gibt es hier keine Abkürzung? Hm. Plong. Okay, an Land können wir offensichtlich nicht weit nach unten springen, ohne uns zu verletzen. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben. So, da hinten ging es nicht weiter, da waren wir schon. Achso, da war dieser komische Bogen. Hat sich da jetzt an dem Bogen was getan? Ja. Nö. Achso, ich muss wieder das Ding nehmen. Ja, den Selbstscan, das hatten wir ja, ne? Da stand ja infiziert. Registriere Hautveränderung und Reaktion des Immunsystems. Heißt das, wir müssen jetzt zu dieser Plattform, zu dieser Quarantänestation. Ich kann natürlich erstmal was trinken, sehe ich gerade. Hm. Wärmekraftwerk 1200 Meter, 800 Meter Tiefe, da kommen wir doch ohne U-Boot nie hin. Müssen wir erst U-Boot bauen. Um das U-Boot zu bauen, müssen wir Basis bauen und Teile scannen. Baupläne. Tja. Da würde ich sagen, wir schwimmen dann mal hier raus, gucken mal, wo wir sind. Wir werden das schon irgendwie überleben. Allerdings machen wir das erst morgen. Für heute würde ich sagen, verabschiede ich mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.